Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender der Webweinschule. Mal wieder unter dem Motto Advent, Advent, die Lampe brennt, werden wir 24 Türchen öffnen. Und hinter jedem Türchen verbirgt sich dieses Jahr ein Wein. Die Webweinschule wird präsentiert von Selters. Ja, wir testen in diesem Jahr unterschiedliche Weine in 4 Kategorien: Weißwein, Rotwein, Festtagswein und Schaumwein, und zwar aus Discountern und Lebensmitteleinzelhandelshäusern wie Aldi, Rewe, Kaufland, Lidl, was haben? Lidl, Netto. Und damit wir es uns nicht zu einfach machen und einfach alles blöd finden, ist der 6. Kandidat jeweils entweder aus meinem Keller oder aus dem Sortiment von Anja von Planet Wein. Wir testen blind und damit wir wirklich gar keine Ahnung haben, schenken wir auch nicht ein. Wir fassen also die Flaschen nicht an, sondern unsere Nachwuchs-Sommeliere bringt uns die Weine. Und wir lösen immer erst auf, wenn alle 6 Weine verkostet sind. Damit ihr euch aber nicht dann 6 Tage lang wundern müsst, wird es entsprechend anschließend von mir so umgeschnitten, dass die Auflösung immer hinter jedem Türchen gleich dann auch mitgeliefert wird. Unsere Bewertung ist 4-teilig. Das heißt, wir vergeben Webweinschulen Gläser. Und das heißt, bei 0 Gläsern, das ist ein ziemlich untrinkbarer Wein in unseren Augen. Ein Glas heißt unfallfrei trinkbar. 2 Gläser bedeutet, das ist schon ein ganz nettes Trinkvergnügen. Und bei 3 Gläsern würden wir sagen, ist das ein richtig guter Wein. Ihr könnt euch das auch vorstellen wie eine Partysituation. Ihr kommt auf die Party, jemand drückt euch ein Glas Wein in die Hand, das ist der einzige, den es gibt. Ihr probiert den und denkt euch, oh Gott, schnell damit im Blumentopf, ich trinke heute Bier. Das ist halt 0 Punkte. Und wenn ihr sagt, naja gut, ich trinke das Glas aus, ist okay. Danach habt ihr aber keine Lust, euch nachschenken zu lassen, dann sind wir bei einem Glas. Wenn ihr sagt, hey prima, ich habe den Wein für den Abend gefunden, das kann ja jetzt eine nette Party werden, das ist sozusagen dann 2 Gläser, und 3 Gläser sind die Weine, wo ihr dann noch viele Wochen lang an die Party gerne zurückdenkt, weil es so einen tollen Wein zu trinken gab. So, soweit die Vorrede. Unsere Sommeliere bringt uns jetzt den ersten Wein. Da kommt der erste Wein, sehr schön. Vielen Dank. So, auf einen schönen Adventskalender. Tschüss. Ich bin sehr gespannt. Ja. Erster Eindruck. Also in der Nase zeigt er leider wenig bis gar nichts. Was aber überraschend am Gaumen ist, dass er mit eigentlich einer sehr schönen Säurefrucht dahinter steht. Also finde ich eigentlich. Also. Wertung? 2? Ja, würde ich auch denken. 2? Schöner Wein. Ja. So, kommen wir mal zur Auflösung. Wie gesagt, wir lösen hier bei unserem Tasting auf, wenn alle 6 getestet sind. Schneiden es aber nachher so um, dass ihr in jeder Folge seht, was es ist. Und hier kommt auch schon Flasche Nummer 1. Bin sehr gespannt. Keine Ahnung. Ah ja, sehr gut. Das ist Aldi Nord. Fritz Keller, Edition Fritz Keller, der Riesling, sagenumwoben, sozusagen alter Bekannter. 5 Euro. Ja, das war in Ordnung, fairer Wert. Für 5 Euro kann man das durchaus trinken. Es ist eine Kooperative sozusagen, keine richtige Genossenschaft, sondern eine Projektgesellschaft. Und da kann man auch bei Google einmal eingeben, da findet ihr rauf und runter auch Blogartikel. Auch ich habe schon mal darüber geschrieben. Insgesamt ist das eine feine Sache, denn die Leute, die die Trauben beisteuern, kriegen da einen ordentlichen Preis für ihre Trauben, wird ein ordentlicher Wein draus gemacht, kann man gut kaufen und trinken. Schönes Projekt.